Karl Marx und Friedrich Engels haben einmal gesagt, alle reden vom Wetter, nur wir nicht. Und normalerweise rede ich auch nicht vom Wetter, aber diesmal schon. Denn es wird in der nächsten Woche meteorologisch gesehen wohl ziemlich heiß. Der Spätsommer kommt zurück und es dürfte auch für die Aktienmärkte ein bisschen heiß werden. Dafür spricht vieles. Dafür gibt es einige Indikationen, dass wir noch lange nicht aus diesen Turbulenzen, sagen wir mal, raus sind. Die Volatilität ist hoch und es wird da in der nächsten Woche nochmal sehr stark zur Sache gehen. Das zeichnet sich bereits ab. Warum ist das so? Zunächst mal haben wir ja diese Handelsrange im S&P 500, die ich schon mehrfach jetzt thematisiert habe. Auf der Oberseite die 3430er Zone im S&P, auf der Unterseite das Tief, das wir am Dienstag gesehen haben bei 3330 Punkten. Wir haben heute so einen leichten Aufschwung an den Aktienmärkten, aber so ein richtiger Befreiungsschlag ist das nicht. Man hat sozusagen nicht jetzt wirklich den Konter setzen können. Und wenn wir übergeordnet jetzt uns die Sache mal anschauen, dann spricht manches dafür, dass wir erstmal die Unterseite nochmal testen und möglicherweise brechen mit dann weiterem Abwärtspotenzial. Warum ist das so? Wir haben hier schon beim Nasdaq sehen wir, dass die Ausschläge sehr, sehr groß sind. Es gibt Ausschläge nach oben, aber es gibt in letzter Zeit eben mehr Ausschläge nach unten. In 4 der letzten 5 Handelstage ging es nach unten. Mal schauen, wie es heute rausgeht. Der Nasdaq auch wieder schwächer als andere US-Indizes. Das heißt, wir sehen, dass die Tech-Werte nach wie vor nicht so richtig aus dem Quark kommen. Aber kein Wunder, die Geschichte war ja auch zuvor sehr, sehr extrem. Und was lange gebraucht hat, um sich so extrem aufzubauen, das braucht eben vielleicht auch lange, um sich dann ein bisschen wieder zu normalisieren. Das sehen wir vielleicht hier schon an der Vola, die derzeit ja immer noch sehr hoch ist, der VIX im Bereich 30 um und bei. Das bedeutet, dass wir so durchschnittlich Schwankungen haben von 1,3%. Das ist schon eine Menge Holz. Das gab es ja lange nicht, dass wir eine so hohe Vola haben. Wir haben dann auf der anderen Seite eben diese extreme Positionierung am Markt, die nach wie vor gegeben ist in Sachen Put-Call-Ratio oder Call-Put-Ratio, was Sie hier sehen, nach wie vor sehr, sehr hoch. Und Charlie McElligott von Nomura, der wirklich ein Kenner dieser Mechaniken ist, der sagt, da ist noch gut Potenzial, dass diese extreme Positionierung auf der Long-Seite in den großen Tech-Werten sich noch ein bisschen wird abbauen müssen. Und verheißt eben weitere Volatilität. Das wird bedeuten, dass wir wahrscheinlich noch nicht fertig haben mit der Korrektur oder dass diese Turbulenzen, die ja seit letzter Woche Donnerstag der Fall sind, nicht wirklich jetzt sich plötzlich in Luft auflösen und das alte Muster, alle rein in Tech, plötzlich weitergeht. Das ist unwahrscheinlich. Wir sehen, dass wir hier zum Beispiel die Relation zwischen den Kassazeiten an der Wall Street sehen. Das ist die untere Grafik. Da geht es doch deutlich nach unten, während dann nachbörslich und vorbörslich an der Wall Street eher die Stimmung gut ist. Haben wir heute ähnlich gesehen. Es werden dann die US Futures nach oben gekauft, vor Kassaeröffnung in den USA, respektive nach Kassaschluss in den USA. Aber in der Session selber, dann wird es immer schwächer. Und das ist schon mal eine Indikation, dass die Wall Street eigentlich tendenziell so leicht nach unten will. Und wir haben jetzt die Situation erstmals, dass die FANG-Aktien, die FANG-Plus-Aktien, der Index FANG-Plus nicht mehr komplett überkauft ist, wie so lange Zeit davor. Wochen, ja gar Monate war das ja der Fall. Jetzt sind wir überwiegend im neutralen Territorium, aber es ist eben meistens so, es ist an den Aktienmärkten ein Muster, dass etwas extrem wird, immer extremer wird, immer extremer wird und dann schlägt das Pendel um und es kippt sozusagen genau auf die andere Seite. Wäre also nicht erstaunlich, wenn wir sozusagen jetzt ein anderes Extrem sehen würden, perspektivisch, nämlich dass diese Tech-Werte dann stark überverkauft sind, bevor dann wieder eine Drehung nach oben erfolgen kann. Das sieht man auch hier mal im längerfristigen, im richtig langfristigen Bild, wenn wir uns mal Wachstumsaktien in Relation zu Value anschauen, also praktisch eher langweilige Aktien in Relation zu diesen Tech-Aktien, denen ja unendliches Wachstum zugetraut wird. Und hier sehen wir, dass wir in der Corona-Krise eine so extreme Underperformance von Value haben, von eben diesen dividendenstarken traditionellen Geschäftsmodellen. Und normalerweise ist das so, dass solche Extreme dann eben irgendwann enden. Und ich glaube, wir haben jetzt schon so den Beginn einer Rotation gesehen, raus aus den überbevölkerten Tech-Aktien rein in andere
Indizes in andere Aktien. Wir haben gestern gesehen, der Dow Jones Transports, diese klassischen Industrien, Flug, Eisenbahn, die haben sich deutlich besser gehalten als Tech. Das ist ein Trend, der sich fortsetzt. Das ist sozusagen jetzt eine Rotation, die hier stattfindet. Vorher sind alle auf eine Seite des Bootes gelaufen. Das Boot kentert. Es gibt Schmerzen und es gibt auf der anderen Seite dann eben schon eine Bewegung auf die andere Seite des Bootes. Alles eigentlich völlig normal, alles nicht so wahnsinnig kritisch. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir jetzt seit 12 Wochen in Folge Abzüge aus ETFs haben, aus Aktien-ETFs und auf der anderen Seite auch aus Aktienfonds haben. Das hatten wir zuletzt im Jahr 2016. Also wir sehen, da wird schon Geld entzogen. Es ist nicht so, dass sozusagen weiter Geld reinfließt, wie das eben lange der Fall war, als die Märkte ungebrochen nach oben liefen. Im August haben dann schon die Insider verkauft. Das war völlig relativ transparent gewesen. Die müssen das ja melden. In diesen Anstieg haben die nochmal verkauft. Das war sozusagen das letzte Hurra erstmal, zumindest im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster. Und jetzt sehen wir, dass sozusagen die Vorsicht doch deutlich zunimmt, dass die Gelder abgezogen werden. Und wenn wir uns diesen Zyklus hier anschauen, eben, dann sind wir jetzt in einer gefährlichen Phase schlichtweg für die Aktienmärkte bis um und bei Ende Oktober. Da kann es dann auch rasante Erholungen geben, das ist gar keine Frage, aber es wird kritisch. Es wird eine heiße Phase eben an den Aktienmärkten. Was haben wir noch? Heiße Phase auch für Nikola Motors. Jetzt hat mit Citroen ein anderer gesagt, ja, das ist Fraud, das ist der absolute Betrug, was da passierte bei Nikola, ja, eines dieser heißen Spekulationsobjekte, die Aktie nach oben geschossen, ein Elektrik-LKW-Hersteller, der noch keinen einzigen LKW verkauft hat, aber gleichwohl eine Bewertung von vielen, vielen Milliarden Dollar hat. Hier sehen wir also, dass möglicherweise da so im Zuge dieser Korrektur jetzt so die ersten Leichen à la Wirecard plötzlich ans Tageslicht kommen und irgendwie stinken. Noch ist das natürlich alles nicht erwiesen, aber ich halte das nicht ganz für unwahrscheinlich, dass das ein Fraud ist. Wir sehen, dass natürlich das ganze Vergütungsmodell an der Wall Street, das sich überwiegend am Aktienkurs orientiert und nicht wirklich nach Gewinn eines Unternehmens etc. Dementsprechend haben alle ein Interesse, den Aktienkurs aufzublähen. Das heißt, dass dann auch die eine oder andere Bilanz eben ein bisschen schöner dargestellt wird, damit die Investoren dann diese Aktie auch kaufen, was dann dem Management durch Optionen, die man dann ausüben kann, natürlich zugute kommt. Also das ist schon ein bisschen viel heiße Luft, die da im Spiel ist, und es würde den Märkten gut tun, wenn diese heiße Luft mal entfleuchen würde. Kommen wir to something completely different, nämlich nach UK. Wir sehen, dass nicht nur das britische Pfund schwach ist, nachdem die Brexit-Verhandlungen ja so gut wie tot zu sein scheinen, sondern auch britische Aktien wirklich deutlich schlechter laufen. Das gab es eigentlich so seit Jahrzehnten nicht mehr, dass britische Aktien sich so deutlich schlechter entwickeln als zum Beispiel deutsche Aktien, interessanterweise. Und wir haben, um noch das vielleicht große Thema Homeoffice anzusprechen, das nach meiner Auffassung einer der ganz, ganz großen Änderungsdynamiken entfalten wird in unserer Wirtschaft. Viele werden nicht mehr regelmäßig ins Büro fahren. Das wird die Auswahl ihres Wohnortes verändern. Aber es sind eben nach wie vor allem, das sieht man in den USA, die Gutverdiener, die sich das leisten können, die Jobs haben, die man eben auch von zu Hause machen kann. Also Leute, die vor einem Computer sitzen meistens und nicht die, die wirklich direkt Hand anlegen. Das ist etwas, was sozusagen dann die Ungleichheit auch noch weiter steigern wird. Ich glaube, dass eher die minder Privilegierten dann in den Großstädten im Zentrum selber sein werden, und die, die es ein bisschen besser haben, die sitzen dann in den Gärten der Vorstädte und fahren, wenn es denn notwendig ist, mal ins Büro, und wenn nicht, bleiben sie lieber zu Hause. Das ist, glaube ich, etwas, was ein ganz, ganz großes Muster in den nächsten Jahren sein wird. Aber schauen wir uns nochmal die Charts an, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100 in den Charts von Capital.com auf 4-Stunden-Basis. Und wir sehen, dieser Befreiungsschlag, der ist nicht so richtig gelungen. Wir sehen hier, dass wir keinen neuen Verlaufshoch ausbilden.
sondern weiter zur Unterseite hier tendieren. Es ist nicht viel angebrannt bis jetzt heute, aber wir sehen eben, dass der Konter der Bullen nicht wirklich erfolgt ist. Beim S&P ja diese Handelsspanne, die ich angesprochen hatte, wenn er denn kommt, da ist er. Und zwar aktuell ist der Index bei 3.351 Punkten. Hier sehen wir eigentlich noch nicht wirklich, dass da eine Aufwärtstendenz nachhaltiger sich etabliert. Achten wir daher auf die untere Trading Range, die derzeit bei 3.330 Punkten verläuft, also 20 Punkte unter dem aktuellen Niveau. Was macht der DAX? Der hält sich, das ist derzeit eine fade Angelegenheit, knapp unter der 13.200er Marke. Wir haben Gold, meine Stimme bricht ein bisschen, ich habe so eine leichte Erkältung. Gold bei 1.949, auch wenig verändert, seitwärts laufend. Und wir sehen den Euro, wenn er denn kommt, da ist er. Bei 1,1830 auch wenig verändert. Also es ist heute so ein Freitag an dem Gedenktag 11. September, wo nicht so wahnsinnig viel passiert im Dollarbereich, wo auch die Aktienmärkte nicht so eine ganz klare Richtung haben. Aber was auffällig ist, dass die Bullen eben diesen Konter nicht haben durchführen können, dass der nicht wirklich vors Tor gegangen ist. Man hat sich sozusagen aus dem eigenen Strafraum so ein bisschen befreien können Richtung Mittellinie, aber es ist eben nicht jetzt der Angriffsmodus wieder der Bullen, sondern es ist nach wie vor eine Situation, in der man unter Druck ist. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Bis dann. Ciao.